So, hallöchen, herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. Ich bin der Frankonia. Mein Name ist der Frankonia. Ich bin der Frankonia. Man weiß es nicht. Jetzt wird es aber mal Zeit, ne, dass der da wieder rübergeht zu den anderen zwei. Denn der britzelt schon ein wenig und die anderen zwei britzeln auch schon. Die würde ich dann nämlich gerne mal tabacken, hat er gemeint. Glück gehabt. So, jetzt gehen wir mal darüber. Ja, was wollen wir machen hier heute? Jetzt bin ich hier doch ein bisschen ruhiger hier. Denn ich würde doch gerne... Die Jungs da ein bisschen... Beruhigt euch, Jungs. Beruhigt euch. Werf mal da was hin. Sind leider zu weit weg irgendwie, ne? Obwohl, jetzt könnte es vielleicht klappen. Nein, jetzt sind sie wieder zu weit weg. Ah, Jungs, was macht ihr hier? Schau den der jetzt da ab. Wo geht der jetzt wieder hin? Ich werd bekloppt. Boah. Ach, das war nur einer. Boah, ist das schwierig. Alter Verwalter. Boah, leck mich doch fett. Boah, war das schwierig. Mehrere. Also mindestens zwei dann, ne? Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Du brauchst aber auch Geduld, ne? So, schnappen wir uns noch den anderen Freund der Sonne. Graser nehmen wir natürlich gerne mit. So, dann werden wir mal den stillen Angriff machen. Stiller Schlag, sorry. Tot, ja. So. Dann schnappen wir uns das noch da oben. Und dann versuchen wir uns doch nochmal an dieser Quest. Hier ist ein Truthahn. Ja, die nehmen wir uns noch. Wo ist der jetzt hin? Put, 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 put. So, naja, wir probieren uns, wie gesagt, heute mal an dieser nächsten... Jägermission. Wo muss ich da hin? So ist das gar nicht mehr markiert gewesen. Ach Gott, erst eine geschafft hier.
Ich dachte, ich muss alle drei und dann wartest du schon, ne? Ah, schade, hätte ich das gewusst. Aber okay, kleiner Anfang ist hiermit getan. Und dann reden wir nochmal mit unserem Jagdfreund. Ne, da wollte ich ja nicht hin. Ich wollte mit dir reden. Oh, du machst nicht mehr weiter? Kein Problem. Was? Natürlich mache ich weiter, du Kasper. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Ja, ja. So, beginnen wir mal. Die ist sehr gut. Die Zeit läuft, wenn du ein Seil runterrutscht. Holzstapelfallen. Kann ich die eigentlich markieren, alle? Ich kann die Graser erstmal markieren. Dass ich weiß, wo die Jungs sich befinden. So, hier haben wir noch einen Graser, weißt du was? Dann markieren wir mal alles, hat er gemeint. So, was haben wir hier drüben noch? Wächter, jawohl, ja. So, die Frage ist, welche Waffe bringt uns jetzt hier am meisten? Ich weiß es gerade nicht. Sowas, Feuerpfeil? Sprengbombe? Sprengschleuder? Ne, hat er ja gemeint so, ne? Boah, okay, komm, scheiß drauf. Ey. Eieiei, das hat gar nicht geklappt. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Nein! Verdammt! So einen erledigt. Hey Jungs! Wo sind die alle? Ach, das klappt hier nicht ganz gut, ne? Alter! Das war
war aber gar nicht so schlecht, ne? Freunde der Sonne, das war jetzt nicht so schlecht. 2,16. Mit ein bisschen besserem Timing. Da schauen die aber dann auch ganz schön alt aus, hätte ich gemeint. Okay, komm, die Jungs schnappen uns noch, die da drüben. So. Ganz ruhig, Brauner. So. Schauen wir gleich wieder einen Stufenanstieg hier, hat er gemeint. Okay, wir ziehen ab. Läuft doch, haben wir doch fast wieder einen Stufenanstieg hier. Sehr schön, so. Hey Arschgeigen! Noch Fragen? Yeah! Die maximale Gesundheit steigt auch wieder ein bisschen. Nice, aber das wollten wir ja gar nicht eigentlich. Also ich muss ja sagen, ne, so schlecht waren wir zwei wirklich nicht, ne? So, der gute alte Waschbär. Weißt was? Das machen wir noch einmal. Das war jetzt echt nicht so schlecht, ne? So, Freunde der Sonne. Hey, Kollege, ich habe Neuigkeiten. Ja, endlich habe ich jemanden gefunden, der die Vollsonne gewinnt. 5000 EP. Nice. So, Holzstahl, Abzeichen, komm, dann machen wir noch die Glutsonne. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Sehr schön. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Und ich bin soweit. Und ich erst, hat er gemacht. So. Wir rüsten uns mal mit der aus, das erste Mal. Und da markieren wir mal alles gepflegt. So, und den da noch, jawohl, und den da noch, jawohl. Und der darf nicht fehlen. Noch Fragen? Es gefällt mir jetzt nicht, dass der genau da läuft jetzt, ne? Was soll der Geiz? Das hat jetzt nicht gut geklappt, ne? Nein!
Ich muss halt jetzt was machen, ne? Fuck, fuck, fuck. Gentlemen! Jetzt laufen die da hinten rum, ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Fuck, das klappt aber jetzt gar nicht gut, ne? Das klappt jetzt gar nicht gut, hat er gemeint. Oh, wie kriege ich da darüber, ne? Knifflige Aufgabe. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Fuck. Fuck! Alter Verwalter! Alter Verwalter, ist das schlecht! So, wir brauchen die Bomben. Hey Jungs! Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Alter Schwede. Ja, das war jetzt nicht gerade das Beste, aber... Ziemlich faszinierend, wenn Sie nicht gerade nach mir suchen würden. Über 4 Minuten, aber es hat sich jetzt doch gebockt, muss ich sagen. Hui. So, looten wir noch alles hier gepflegt. Okay, man kann es nicht anders sagen, es war... doch sehr bescheiden, dieser Durchgang. Um es mal ganz, 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 ganz freundlich auszudrücken, aber okay. Übung macht den Meister. Yo, Wächterlinse. So, wieder ein bisschen Leben einhauchen. So. Ja, wie gesagt, ich bin da frohen Mutes, bockt sich aber eigentlich, ne? Du musst halt auch wirklich immer schauen,
Weißt du was, ich möchte es jetzt noch mal kurz unten abstecken. Ich hab die ja angegriffen, ne? Und zwar hier. Dann sind die Kollegen erst einmal dann übergerannt. Okay, wir müssen dann hier ganz schnell sein. Na schön. Fuck. Junge. Okay, war jetzt mehr schlecht als recht. Okay, die sind ja dann hier rüber, ne? Oder? Sehe ich das richtig? Genau, die sind ja da rübergegangen zum Gras. Und da muss ich schauen, dass ich die da irgendwie... Ich hoffe, die rennen natürlich dann wieder den gleichen Weg zurück, ne? Sonst bringt das Ausgeschafft jetzt nämlich hier gar nichts. Aber muss ich sagen, das bockt sich doch mehr, weil ich für meine Verhältnisse eigentlich doch dann gar nicht auch so schlecht bin. So, mein Freund. Kann ich reden? Das hast du sehr gut gemacht. Nimm die Vollsonne. Diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Die gefällt mir. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. So, auf ein neues. Wir starten uns, was schon. So, erstmal alles begutachten und alles looten. Dann haben wir hier was, dann haben wir hier was. Dann haben wir hier einen, dann haben wir hier nämlich einen. Dann haben wir nämlich hier einen, dann haben wir hier einen. Den nicht vergessen, den da hinten nicht vergessen. Den dürfen wir nicht vergessen. Den dürfen wir nicht vergessen, okay. Ja. Spaß auf der Gas, hat er gemacht. Zeit läuft, Freunde. Hoffe ich jetzt doch sehr, dass sie wirklich diese Richtung gehen. Machen wir es kurz. Nice! 35 Sekunden! 35 Sekunden! Boah, fuck! Genau. Ich bin längst weg. Boah, 35 Sekunden! Da haben wir sogar 5 auf einen Streich gehabt. 35 Sekunden! Warte mal, Quest! Verdorbene Zone. Nein, Quatsch. Tutorials. Ah.
Nice, nice, nice. Kommt, Freunde, 35 Sekunden. Ey. Ey, Stingy! So, Junge, Junge, Junge! Wer sucht dich? So, was haben wir denn hier noch? Schockschutz? Ich glaube, da geht's nicht. Oder das ist das Minimum 6, ne? Ne, da müssen wir doch einiges schon haben. Junge, was ist denn bei dir kaputt? Sorry, mein Freund, aber, ne? Kennst doch die Spielchen, fressen und gefressen werden. So, ich würde dann hier nochmal gerne... Alles, naja, was heißt alles, aber ich möchte doch hier nochmal looten. So, sonst noch was? Hier war doch noch einer, oder nicht? Komm, den werden wir uns noch mal so schnappen. Yes! Nice! So, dann hätten wir das doch auch hier. Wunderbar, hat er gemacht. Alter, 35 Sekunden. Entschuldige, dass das heute wieder nur so eine Folge geworden ist, aber... Ja. Wenn's läuft, dann läuft's halt, ne? Ich muss sagen, ich bin auch selber überrascht. Gab's hier noch was jetzt? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Hier gab's noch was. Habe ich meint, von den Maschinen noch was zu looten? Da ist eine Wildsau. Ah, Wildschweine, Wildschweine, Wildschweine. So, weißt du was? Weißt du was? Holen wir uns die Glutsonne ab! Ja! Fünf auf einen Streich waren das, Alter, leck mich fett. Diese Glutsonnen sind sehr selten, sehr gut und verdient. Uhuhu, fünf auf einen Streich! Nice! Sprengdrahtprüfung, alter Verwalter. Wie lange haben wir da Zeit? Ja, aber wir machen hier mal eine kleine Pause. Wir verabschieden uns mal kurz. So, Prüfung abgeschlossen. Tutorial, Sprengschleuder. Entferne Behälter des Grases. Sprengen. Erledige Graser mit der Karia-Stolperfalle. Du besitzt... die für diesen Prüfung erforderliche Waffe nicht. Ah, guck mal. Karia Stolperfalle. Was, der was? Dann schauen wir mal, ob wir die uns kaufen können. Waffen.
Karja, Stolperfalle, kennst dich aus. Haben wir doch. Und rüsten uns mit dieser mal aus. Nice. Sehr schön. Ja, verkaufen möchten wir nichts. Outfits, was hat denn da noch? Nora überlebende Mittel. Boah, diese Banuk-Dinger, ne? Nora Beschützerin schwer. Ja, looten wir und kaufen wir noch alles natürlich. Ganz klar, aber wir gucken noch mal in die Schatzkiste. Gratis Scherben, ne? Komm, weißt du was? Herstellen, Inventar, Waffen, jo, Kriegsbogen, Rassler, Karja, Stolperfalle. Nein, die legen wir nicht ab, sondern Waffen modifizieren. Diese Waffe erstellt Fallen, die detonieren, wenn der Draht zwischen zwei Ankerpunkten durchbrochen wird. Am besten geeignet auf feindliche Patrouillen wegen oder in engen Umgebungen. Kann modifiziert werden. Sehr schön. Schaden. Handhabung. Ja, ich denke mal, Schaden ist da nie verkehrt. Und vielleicht Schock auch nicht verkehrt. So. Nice. Liebe Freundin, machen wir hier einen kleinen Cut. Sollte ich es fair und ehrlich tun? So, Karja, Stolperschall, Spengel, was draht? Ja, dann machen wir mal die volle Pulle. Nice, so. Hier nicht benutzen. Reden mit ihm. Findest. Geschummelt. Naja, wir machen hier eine kleine Folgenpause und dann probieren wir es mal mit dem Stacheldraht nochmal. Und ja, in diesem Sinne trotzdem. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 35 Sekunden. 5 auf Anschlori. Das musst du auch können. In diesem Sinne, macht's gut. Servus, euer Franconia.